Einfach, gib die Flagge her, ey. Gib die Flagge her. Nee. Gib die Flagge her. Ich würde mich trotzdem gerne erst drüber schießen. Warum? Schauen, ob da irgendeiner... Nee, ich glaube jetzt eher weniger. Kannst du machen, aber ich glaube sehr weniger. Eher unwahrscheinlich, aber... Wissen ist gut, Kontrolle ist besser. Boah. Boah. Aber ich glaube eher weniger. Weil in den aktuellen Tagen von Sea of Thieves traue ich das halt wirklich... Ja, das stimmt halt. ...schon zu, weil... Das ist halt traurig. Früher konntest du zu zweit an einem Außenposten stehen und separat dein Zeug verkaufen. Ja. Mit anderen. Heute? Ja. Jetzt halt. Oder auch zu dritt. Das ist eine Mal bei. Was war das? Müsste Deckertooth gewesen Deckertooth. Sein. Deckertooth. Wo wir zu dritt waren. Da war einer. Und auf der anderen Seite war noch einer. Das war echt geil. Da konnte man bequem da verkaufen. Jeder wusste, ne? Na. Oder war das zurück? Gagan's Grove? Nee. Ich glaube, das war Deckertooth. Das war Deckertooth. Weil jeder wollte halt sein Zeug verkaufen, ne? Und so. Wenn du mir nicht ans Bein pisst, piss ich dir nicht ans Bein. Na, das war noch schön. Aber jetzt muss man echt immer fürchten, dass man, nur weil man vorbeifährt, Wie gesagt, ich gehe mal kurz vor. Ja, ich komme mal hier langsam aus. Es ist keine Meldung von der Seite zu sehen, aber wie gesagt, das... Ja. Bei dem aktuellen PvP-Hype im Spiel... Hm. Wir sind nicht so blöd wie die anderen, dass man mit Athena-Zeug dann... auf eine Insel, wo wir wissen, dass jemand ist... hinfahren. Siehst du was? In der Taverne ist keiner. Pirate Emporium kullert auch keiner rum. Müssen wir dann die Flagge zu dem Skelett-Hannes da bringen? Oder ich habe keine Ahnung. Weil da an jedem Außenposten ist da rechts ja so ein Skelett. Siehst du das? Da hinten rechts. So ein Skelett in einem Käfig, das nicht hundertprozentig texturiert wurde. Oh, eine Brick! Ja, eine Brick! Im Norden. Nord. Ich hol die Sprengfoss. Ja, hol das. Das hätte ich jetzt vergessen. Soll ich mit dem Boot rüberfahren schon, oder? Ja, lad alles aufs Boot und dann. Wirkel weg die Scheiße. Schauen wir mal, was passiert, wenn wir jetzt bei dem Typen dann irgendwo was anwählen können oder sowas, keine Ahnung. Ja. Max aber nicht direkt beim Legenden-Hannes. Stimme für Streichen der Kopfgeldflagge. Also man kann nur streichen? Anscheinend. Warte mal, dann interessiert's mich mal. Na cool, meine Truhe steht hier auch noch. Kannst du mal da vorne hin zu den Skelett da schauen, was in den Käfig hängt? Wo hängt denn der? Am Strand direkt. Am Strand? Ja, am Strand. Direkt rechts am Strand, wo unser Schiff steht. Da ist ein Skelett. In einem Käfig. Ja, das ist Reaper. Aber da kannst du nichts dran machen, ne? Ja, das ist der Reaper, Thanos. Ist nur... Okay. Lagerkiste? Also wer den animiert hat... Sag ich ja, der ist nicht fertig texturiert. Weil der hat so eine ganz glitschige Textur drauf. Ja, schon, aber ich meine, ich fand eher die Animation lustig, weil der halt ständig durch den Käfig glitscht. Ja. Das ist halt dann die Reaper-Fraktion. Okay, also müssen wir die Flagge dann einfach streichen, so wie ich das jetzt verstanden habe. Anscheinend. Ich schau mal kurz hoch nochmal auf Mast, ob wir da irgendwas einstellen können. Mm-hmm.
Ja, das ist aber anscheinend nur, dass wir dann mehr Zeug bekommen. Wie mehr Zeug? Halt mehr Geld. Bis für den Verkauf. Achso. Ja, davor haben wir nur 800 pro Ding bekommen oder 900 und jetzt bekommen wir schon. Nevermind. Nee, das war jetzt. Also das letzte, das war jetzt was Billiges, aber. Achso. Wir fahren auch schon die ganze Zeit mit der Flagge rum. Naja, schon, aber die Stufe hat sich jetzt erhöht. Achso, je höhere Stufe, desto mehr. Desto mehr Geld nehme ich an, das man kriegt. Interessant ist aber. So ungewohnt, Level 50 noch ansteigen zu sehen. Ja. Also ja, aber das ist eine. Ich war die vorhin nicht so viel wert? Davor haben wir eine abgegeben, wir haben uns so 1000 gebracht. Aber das Ding ist. Okay. Das Geld dürfen wir aber in den. Ja. Ranking, ob sich's lohnt, nicht reinmachen für die Fahrt. Weil wir haben ja dann noch was anderes aktiv. Na? Wir sind jetzt schon mal Rang 21.600. Also wir steigen aktuell im Rang 21.077, wir sind schon mal 500. Achso, den Rang meinst du? Achso. Dachte jetzt. Wo kullest du eigentlich rum? Ich? Ja. Ich guck gerade wegen über die Karten. Achso. Ich dachte schon. Weg einfach. Okay, immer 1500, aber das ist halt echt nur. Ob das jetzt für andere Dinger auch giltet? Sprich, Athena-Fahrt? Würde mich interessieren, aber ich muss aber vorher erst die Flagge haben. Und dann Athena-Fahrten anfangen. Ja, das ist klar, aber. Ja, die wird wahrscheinlich dann wieder bei Stufe 1 anfangen. Okay, dann schaue ich mal kurz. Okay. Kiste mit feinen Gewürzen. Was für ein Preisding hat die ungefähr immer gehabt? Eigentlich 1800. Nee, Quatsch. 1000. Doch. Schon 1000. 1000! Oder vielleicht ist es nur für die Fraktion. Ich glaube, es ist nur für die Fraktion. Ja, wir kriegen wahrscheinlich Athena ansehen, trotzdem noch. Ja, ich glaube für Athena und Athena. Ich glaube, Athenas Sachen sind dann teurer. Wenn wir jetzt Handel machen würden, würde Handel, glaube ich, teurer sein. Das ist jetzt mein Denken jetzt, glaube ich. Aber da würde sich ja die Athena-Flagge ja gar nicht lohnen, wenn man die Athena-Flagge. Ja, aber jetzt können wir wenigstens die ganzen Edelsteine ja bei dem Typen abgeben. Emissary Quest already claimed. What? Ich kann es an den nicht verkaufen, den Stein. Ich glaube, wir müssen jetzt erstmal die Flagge loswerden. Wir haben gerade eine Emissary Quest bekommen. Wieso haben wir die jetzt bekommen? Weil ich wollte den Stein hier an den Legendenhannes verkaufen, aber es geht nicht. Ja. Also wir anscheinend außersehen die Quest da angenommen. Ach so. Sharkbait Koch. Ach man, Kacke, jetzt müssen wir die machen, oder? Müssen es relativ. Ist alles unten links in der Ecke, aber das wird mir zu schwer. Also wir können ja. Wollen wir die Flagge dann wegmachen, weil wir haben ja jetzt. Ich würde das Schiff einfach versenken. Ja, schon, aber wir haben ja jetzt. Ich würde die Flagge halt mal wegmachen. Ey, was passiert, wenn ich die jetzt da hingehe und die einfach wegmache? Dann ist sie. Ja, wir müssen das doch wieder für stimmen, dass wir die wegmachen. Ja, aber. Ob man da was kriegt, meine ich. Glaube ich nicht. Ja, aber dann. Das ist so, wahrscheinlich wie Fahrt ablehnen. Also wahrscheinlich ist die dann einfach dann. Da, bis man halt so lange da, bis man geht. Soweit ich das jetzt verstanden habe. Die bei dir. Ja, weil wenn wir es versenken, was. Na? Na gut, dann hauen wir rein. Aber das Ding ist, du hast ja auch was gesagt mit abgeben. Wenn du ein anderes Schiff versenkst, bekommst du deren Flagge. Ja, und die kannst du dann abgeben. Die kannst du dann abgeben. Ja, wie kann man unsere abgeben? Gar nicht. Gar nicht. Was ist denn das für ein Scheiß? Nee, macht doch Sinn. Wir können natürlich nicht unsere abgeben. Ja, aber wenn man fertig ist, meine ich, wenn man die hochgelevelt hat auf 5. Nee, du das hast. Das wäre ja ein Sinn gewesen, dass man die dann. Die anderen, wenn die andere uns jetzt versenken würden, würden die halt schon sehr viel kriegen. Für Rang 5 Flagge. Wir selber haben die Rang 5 Flagge eigentlich jetzt nur, damit wir mehr Loot rausbekommen. Ach so.
Also unser Bonus ist das Geld, was wir mehr bekommen, und die anderen kriegen Geld, wenn So. sie unsere Flagge verticken. Ja gut, dann lass das Schiff versenken. Jo. Mene Crew. Dann drücke ich mich nicht auf die Flagge weg. Oh, Moment. Dann guck mal noch, ob wir was vergessen haben. Was denn, willst du jetzt den Leuten aber schenken, oder was? Ob wir was vergessen haben. Nix schenken. Nö, hätte es sein können, dass es das. Hier, also an Bord was vergessen haben. Oh. Außer zwei Fischis. So, meine Crew, immer müssen wir unser Schiff selber versenken. Auch so ein Ding. Schiff versenken. Was ist hinter mir explodiert? Ja, wir haben was vergessen. War noch ein Fass drauf? Nö, aber im Ruderboot liegen noch Sachen. Hä? Also, aber was da explodiert? Wie explodiert? Hinter mir ist doch gerade was explodiert und da bist du gerade gekommen. Wir haben was vergessen. Nein. Doch, ich hab's auf Video! Ja. Was ist da explodiert? Explodiert ist. Moment, warte mal. Ich habe angezündet, Schiff. Dann habe ich umgedreht, bin weggehopst und dann plötzlich hab ich in mein Inventar reingeguckt und dann plötzlich hinter mir, pum. Ja. Ja. Lost. Achso, die Ding war das. Jetzt haben wir aber die Ding verloren. Die Flagge irgendwie. Oder nicht? Ja. Ah, warte, warte, hier. Ich hab die Flagge jetzt. Nein, Junge! Nein, Junge! Komm, Eine heb Flagge. mich auf! Bitte, ich will nicht am Ding spawnen oder kannst du mich da gar nicht aufheben? Hey, warte mal. Ja, doch, ich kann dich aufheben. Junge, mach doch nicht so einen Schrott! Das ist nicht komisch und ich höre dich jetzt kaum noch. Keine Ahnung, was du gemacht hast. Wo ist die Flagge? Liegt da oben. Hoffe ich für dich. Oder habe ich die mit uns? Wo ist die Flagge? Ich hab die einfach hier nur fallen lassen. Da liegt sie doch. Ah, Junge, schock mich noch! Einfach, Naja. gib die Flagge her, ey! Gib die Flagge her! Nein. Gib die Flagge her! Ah! Und wo soll man die jetzt hinbringen? Ja, kannst du die nicht abgeben? Nö. Zünde mich doch nicht an! Hilfe! Kannst du die nicht abgeben? Was machen wir jetzt mit dir? Geht nicht. Geh mal zum Skelett, Hannes. Das ist möglich. Das Skelett sieht echt fertig aus. Kannst du es nicht hier drauflegen? Kaufe eine Botschaftsflagge und diese Handelskompanie zu präsentieren. Aha. Wo bist du denn jetzt schon wieder hingerannt? Was macht man jetzt mit der Flagge? Ja, wo rennst du denn dauernd hin? Bleib doch einfach mal da, dann kann ich ja mal gucken. Wo bist du jetzt schon wieder? Da. Hast du die Flagge hin? Wo ist die Flagge? Junge, wir wollen rausfinden, wo das ist. Junge, wo hast du das Ding jetzt hin? Da. Kann man seine eigene wohl nicht abgeben? Keine Ahnung, wo man die abgibt. Deswegen wollte ich eigentlich zu Duke rennen, ob es bei dem geht, aber ich habe keine Ahnung, was man mit der Flagge macht.
Hol mal spaßeshalber das Schiff. Oder geh mal. Apropos Schiff. Hier spawnen gleich Leute. Ich geh weg, ich geh weg, ich geh weg. Ich geh bei denen an Bord. Ja, aber ich hab die Flagge, Junge! Ach nee! Ah! Ich versteck mal die Flagge. Ja, keine Ahnung, was man mit dem machen. Ja, ich hätte mal das Schiff nochmal hergebracht. Um zu gucken, was man da machen kann. War halt. Ja, Junge! Du kannst mir auch helfen! Soll ich das Schiff holen? Nee, ich hol's schon. Was blickt da in unser Schiff noch? Da liegt doch noch Loot drin. Ja, kenn ich des antiken Vermögens. Ja, ja, ich hab da hinten irgendwo das Ding geparkt. Den, die Flagge. Ich bring mal unser Schiff her und dann gucken wir mal. Ob wir die wieder montieren können, weil das interessiert mich jetzt wirklich, was man damit machen kann jetzt. Einer ist schon gespawnt. Naja, wir haben jetzt schon auch weniger dafür gekriegt, jetzt für das Ding, ne? 600. Haben wir einen vergessen. Ich nehme nur an, dass man mit unserer Flagge halt wieder an unser Schiff hängen kann. Ja, das will ich eben mal testen. Also bei uns hier hinten, ja, da ist jetzt nichts dran. Also automatisch, wenn die... Aber hast du nicht gesagt, wenn man selber versenkt, bekommen die keine Flagge? Anscheinend ist ja doch nicht so. Haben sie es wahrscheinlich doch wieder gefixt. Das wäre natürlich jetzt mies, wenn sie es jetzt schon gepatcht haben. Würde erklären, weil gestern haben ja einige sich schon beschwert. Welchen Außenposten haben wir jetzt? Blonder. Ja, das ist doch einer mit Galion. LOL! Ne? Wir sind bei Picara Rune Palms gespawnt. Das ist so ein wenig weit weg. Das ist ganz oben. LOL, haben die das jetzt auch mal endlich gemacht? Ich guck mal, wenn der Wind gut ist, fahre ich mal schnell runter. Und du begrüßt mal die neuen Hannisse. Da hat sich gerade einer umgebracht. Aber dann haben die es ja, ja. Okay, dann kann man gar nicht entkommen sozusagen. Aber das finde ich blöd, warum, dass man die nicht abgeben kann dann. Klar, man kriegt mehr Geld, wenn man da die Sachen für das jeweilige Ding verkauft, ne? Aber jetzt für Legende sind es ja Ausnahmegegenstände, die wo wir jetzt hier gefunden haben. Normal levelt man sich ja, indem man, die Athena-Fahrt halt macht. Und das finde ich ein bisschen merkwürdig, muss ich sagen. Obwohl, das Ding ist, wenn du mal auf Athena schaust, wir haben eigentlich ganz gut Athena ansehen heute schon bekommen. Durch die Dinger. Also so wenig ist es gar nicht, was man da bekommen hat. Müsste so, man mal vergleichen, wenn ich meine Meilen anschaue, es sind immer noch 485. Wie bitte? Also die Steiger hat sich noch nicht gesteigert. Nicht gesteigert. Achso, ja. Hast du auch nochmal reingetappt, rausgetappt? Ja, hab ich gerade gemacht. Also das finde ich dann echt ein bisschen fragwürdig. Warum das dann nicht, wenn man Athena-Zeug macht, warum fahre die Athena, oder wie steht es da drin? Während einer Athena-Fahrt. Ja, Gütegrad, ja, 510 für Athenas Segen. Aber das steht für Athenes Segen. Ist eben das Ding. Da steht jetzt nicht Athena-Fahrt, blöd jetzt gesagt. Mhm. Also, das wäre schön, wenn die das da noch reinmachen würden. Da haben wir es schon auf jeden Fall bestätigt. Ja, wenn er das über Steam spielen wollte, dann würde er das auch über Steam kaufen. Das finde ich halt auch so ein Schmarrn. Warum ist. Also, ich finde es doch nur fair, wenn die Möglichkeit bestünde, dass man von Xbox auf Steam wechseln kann. Ich persönlich sage ganz ehrlich, also halt, würde es auf jeden Fall machen. Weil der Xbox Launcher Müll ist. Weißt du, was mich ärgern würde? Was? Wenn es im Prinzip genauso wie mit den Ubisoft-Spielen läuft. Hm? Du kaufst ein Ubisoft-Spiel über Steam und das einzige, was Steam dann öffnet, ist ein Ubisoft-Launcher. Das wäre dreckig.
Nee, das war doch bei EA. Da auch. Bei EA auch? Bei Ubisoft auch? Ist es bei Ubisoft bei... Hey, mich halt gerade wenn nur bei EA. Nee, bei ein paar vereinzelten Ubisoft-Spielen ist es auch. Mhm. Ironischerweise bei dem South Park-Spiel Fractured Butthole. Das ist so. Bei Stick of Truth ironischerweise wieder nicht. Komisch. Liegt da eine Truhe im Wasser? Eine Captain's Truhe? Ja moin, da liegt eine Captain's Truhe. Hast du die nicht gesehen? Warum? Wer steht hier in einfach der Captain's Truhe? Nö. Hab ich nicht gesehen. Ja, alles klar. Wer macht das? So, mal gucken. Läufst du mir hinterher? Mhm. Hier bin ich. Mal gucken, ob es noch da ist überhaupt. Warst du hier hinten schon? Nicht weit hinten. Gefunden! Ja. Yeah. Da hinten. Die sieht man sogar voll gut. Fällt aber eigentlich nicht so euch auf. Mach's mal nicht ans Schiffs ran. Nicht ran machen, wenn's geht. Wir müssen erst noch Reaper fahren. Ja, weil wenn wir da sind, na. Wenn die Option da ist, anbringen, nicht anbringen. Wäre klar, wenn wir hinfahren und einer sieht uns, dass wir mit dem Ding hinfahren, blöd, aber so. Deswegen ich. Zumal das Ruderboot hintuckern, weil das würde mich mal interessieren. Wie gesagt, nicht ranmachen, weil nicht, dass wir es wieder nicht abkriegen. Weil wenn wir jetzt bei dem Reaper verkaufen können, schön. Ich habe irgendwie Lust, es einmal hier ins Boot zu legen, anders als habe ich das durchführen. Nein, bitte nicht. Alle mal an Bord, Abfahrt nach Riba. Ich leg die Fackel. Ja, gut, als Fackel kannst du es auch verwenden. Schubidu, wabba. Das hat sich ja auch verändert, das Schnitterversteck, oder? Ja. Angeguckt haben wir uns das ja auch noch nicht, ne? Nee. Ja. Oh! Gleich, wir ankern erst. Dann gucken. Bitte nicht an einer ungünstigen Stelle fallen lassen. Danke. Du kennst unser Glück. Nur dann schwimme ich halt. Nein. Verboten. Ist das jetzt hier gewollt, dieser Nebel hier, oder? Ja. Hey, hey, hey. Verbrennt da einer wieder rum? Oder ist es wegen dem Sturm? Gut, wir sind ja schon auf der richtigen Inselseite. Was ist mit dem los? Der Pfeil? Warum schreiten da auf? Warum hast du nicht gewartet? Perfekt. Hast du den Ding mitgenommen? Ja, ne? Nö. Weil in der Hochgeh-Animation hast du es nicht gehabt, deswegen. Was ist denn hier verewigt? Zeichnung untersuchen. Aha. Kommst du? Ja, ich schaue mich die Umgebung an. Ich nicht. Ich mag den Ort nicht. Trotzdem kann ich mich mal gucken. Wo haben die jetzt die ganze Taverne bekommen? Anscheinend. Ein bewaffneter Außenposten vor allem. Ja, moin. Ja. Yep. Yep. Eine Meerjungfrau-Figur, welche? Was ist das? Ja. Okay. Yep. Und da kannst du es abgeben. Ja. Yep. Jetzt bin ich mal gespannt. Verkaufen. Eins. Ah! Wir haben jetzt für den Schnitter was bekommen.
Wahrscheinlich, weil wir jetzt hier eigene Tropfen. Okay. Bei den kann man die Schnitte. Aha. Das ist irgendwie. Ob das jetzt daran lag, dass es unsere eigene war? Nehme ich mal wahrscheinlich. An. Damit sich aber keiner ich... instant hochfarmen kann. Ja, schon, aber ich finde es ein bisschen. Leute, dann rentiert sich nicht, die zu verkaufen. Ja. Aber man will es auch nicht da für andere einfach da liegen haben. Man müsste die dann schon immer entweder entfernen. Okay, das finde ich aber echt ein bisschen schade, dass es nur eins gibt. Ich hätte gedacht, wenigstens ein bisschen Erfahrung bei Reaper oder irgendwie sowas, ne? Das haben sie wahrscheinlich nur damit gemacht, damit sich Leute halt nicht instant irgendwie hochfarmen. Ja, warum kann man... Das ist echt... Weißt du, warum ich die ganzen Masken hier drin erinnern? An was? Skyrim. Die Drachenpriester. Oder an Assassin's Creed. Odyssey. Der Kult. Weißt du, was sich bei dem Typen ein wenig stört? Die Kanonen schauen immer jämmerlich aus. Kanonen? Oh. Welche Kanonen? Lausige Schnitterkanonen. Immer gut lausig, also sie werden wahrscheinlich noch schöner. Achso, die. Achso, ja. Wasch, ja. Sie sieht aber beides komm, eigentlich lumpig aus. Es sind ja auch die niedrigsten Level. Ja, schon, aber auch die Galionsfigur, ich finde die jetzt nicht so. Ist auch die billigste. Ja, schon, ich finde die aber. Ja. Würde mich nicht wundern, wenn die am Ende auch noch leuchtet. Schon, na, aber. Warum kann man bei denen eigentlich keine Level kaufen? Komisch. Ah, hier, komm mal her, komm mal her. Hier sind die Kanonen. Bist du? Das sind wahrscheinlich die, oder? Ja. So schauen die also am Ende aus. Ja, da schauen sie schon. Ja. Da schauen die schon. Aber die Galionsfigur da oben hat sich nicht verändert. Naja, okay, dann wissen wir Bescheid. Schade, dass es auf jeden Fall. Einerseits so balancing technisch nicht schlecht, also dann das gedacht haben. Aber eins ist halt trotzdem dann. Weiß nicht.